Noch immer beschäftigt die Trennung von Julian und Bianca Klaassen ihre große Community. Nun machen Gerüchte die Runde, beide seien bereits neu vergeben. Während Bibi schweigt, bezieht Julian dazu Stellung. Für die Fans ist es immer noch ein enormer Schock, die YouTube-Stars Bianca Bibi Klaassen, 29, und ihr Ehemann Julian Klaassen, 29, haben sich nach 13 gemeinsamen Jahren getrennt. In einem kurzen Instagram-Clip bestätigte Julian das Liebesaus und deutete an, dass die Trennung von Bibi ausging. Julian plus Bianca Klaassen. Trennung ist kein Spaß. Viele FollowerInnen des einstigen Traumpaares wollten es nicht wahrhaben und vermuteten daher, es handle sich bei der Trennung lediglich um einen Scherz oder eine Art Experiment der beiden Social-Media-Stars. Doch Julian stellt nun klar, nein, so etwas würde ich niemals machen, damit macht man keinen Spaß. Bibi und Julian kennen sich seit der Schulzeit, heirateten 2018 und haben zwei gemeinsame Kinder. Sohn Leo kam 2018 zur Welt, Tochter Emily folgte 2020. Sowohl Julian als auch Bibi erklärten nach der Trennung, dass ihre Kinder für sie an erster Stelle stehen. Punkt. Trotzdem scheinen sich beide nun auch wieder um ihr privates Glück zu kümmern. Turtelaufnahmen im Netz. Zuerst kursierten Bilder im Netz, die Bibi ziemlich vertraut mit einem anderen Mann zeigen, dann tauchte ein Video auf, in dem Julian mit einer anderen Frau in einem Club turtelt. Doch während Bibi zu den Spekulationen um eine neue Liebe schweigt und um die Wahrung ihrer Privatsphäre bittet, nimmt Julian in einem Kurs Stellung. Als ein Fan ihn danach fragt, ob die Aufnahmen vor oder nach der Trennung entstanden seien, antwortet Julian mit natürlich danach. Dann schiebt er hinterher, jeder geht anders mit bestimmten Situationen um. Was der 29-Jährige damit genau meint, bleibt vorerst ein Rätsel.